Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin die Viviane. Ich bin bei Brilliant unter anderem zuständig für unseren Showroom, in dem ich mich gerade befinde, und auch für unseren Kunden Kendall und Schmenger. Und ja, genau darum geht es heute. Ich darf euch die Key Pieces der kommenden Saison, also der nächsten Herbst-Winter, Kollektion vorstellen und ich freue mich wirklich schon riesig drauf, weil es sind aber coole Stücke dabei und ich würde sagen, hinter mir ist schon alles aufgebaut. Man kann leider die Modelle noch nicht sehen, aber ich würde sie gerne nacheinander vorstellen und ja, ich denke, ich sage noch kurz was zu Kendall und Schmenger, falls es jemanden gibt, der die Marke noch nicht kennt, was zwar sehr schade ist, aber was wir hoffentlich ändern werden. Kendall und Schmenger ist eine der wenigen Schuhmanufakturen, die nach wie vor in Deutschland produzieren und auf eine über 100-jährige Tradition im Schuhhandwerk zurückblicken kann. Und es ist eben so, es werden pro Jahr ca. 650.000 Paar Schuhe hergestellt und das mitunter auch noch am Firmensitz im pfälzischen Pirmasens. Und von dort aus geht dann der Vertrieb weiter in über 30 Länder weltweit. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Länder. Und ja, ich denke, man kann ja mal so ein bisschen durchzählen, bis man erstmal auf 30 Länder kommt. Da ist die Markenbekanntheit dann doch schon sehr groß. Und es gibt zudem auch 12 Concept Stores. Die stehen unter anderem in München, in Hamburg oder auch in Frankfurt am Main. Und ja, der erste und einzige Monobrand-Store in Österreich, und das ist was, was uns natürlich sehr stolz macht, der steht hier in Salzburg. Ja, er steht mitten in der Salzburger Innenstadt in der Linzergasse 3. Und auf 150 Quadratmeter werden dort natürlich Schuhstyles, aber auch Handtaschen und auch ausgewählte Fashion-Accessoires präsentiert. Es gibt ihn seit August 2018. Er ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn ihr Zeit habt, schaut vorbei. Und ja, ich würde sagen, soweit. Ah, eins habe ich noch vergessen. Es gibt natürlich einen Online-Shop. Da könnt ihr rund um die Uhr Kendall und Schmenger kaufen und den findet ihr ganz einfach unter kendall-schmenger.com. Ich habe schon gesagt, die Kollektion steht schon hinter mir bereit. Ich würde nur gerne ganz kurz was dazu sagen, bevor es dann wirklich in die heiße Phase geht. Wir sind eigentlich wesentlich inspiriert von Punk, Army, Western-Styles. Also sehr viele Bereiche, die draußen stattfinden. Der Autobereich spielt eine wesentliche Rolle. Und man darf sich also auf derbe Schnürboots freuen mit markanten Sohlen, die passend zu der kalten Jahreszeit sind. Und eines, was Kendall und Schmenger deutlich ausmacht, ist die hochwertige Verarbeitung von den Materialien. Und so haben wir auch viele Materialien, die sehr wollig, weich und warm sind. Passt natürlich zum Winter, aber auch Mix. Zum Beispiel aus angerauten Materialien oder auch glänzenden Oberflächen. Und ja, was die Farben angeht, auch da bewegen wir uns draußen quasi in der Natur. Es gibt zum einen viele Olivtöne. Ich bin eigentlich schon fast passend dazu angezogen. Es gibt Beige, es gibt weitere Grüntöne, also wir sind im Bereich der Erdfarben. Es sind aber natürlich auch immer Klassiker wie in Schwarz und Weiß dabei. Und mit so einem Klassiker würde ich sehr, sehr gerne anfangen. Ich denke, der ist eigentlich in jedem Schuhschrank zu finden. Und zwar ist es der weiße Sneaker. Es ist jetzt eben so, als ob ich es geahnt hätte, habe ich natürlich meinen weißen Sneaker auch an. Wir haben hier ein sehr, sehr schlichtes Modell. Ja, wie man sieht, also er ist wirklich vielfältig einsetzbar. Ich glaube, es gibt eigentlich kein Kleidungsstück, was man nicht mit einem weißen Sneaker kombinieren kann. Und ja, bei Kendall und Schmenger wird er ein bisschen aufgewertet. Und zwar zum einen durch die leichte Plateausohle. Das ist für mich ist das ganz praktisch. Wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht so groß. Und Plateausohlen schummeln mich natürlich immer ein bisschen größer. Das freut mich. Und wir haben außerdem noch die silbernen Nietendetails. Wie ich schon gesagt habe, der Schuh bekommt einfach ein bisschen ein Upgrade. Genau. Es bleibt aber nicht bei den Klassikern, sondern wir haben auch ziemlich auffällige Sneaker dabei. Und da würde ich gleich mal dieses Stück nehmen. Ja. Ich würde sagen, ich hätte den heute anziehen können, aber dann würde ich ihn immer so schön zeigen können. Aber wir haben hier einen fast schon
Sportschuh, der den von mir angesprochenen Materialmix hat. Er erinnert ein bisschen, muss man ehrlich sagen, an einen Retro-Sneaker. Die zeichnen sich ja aus durch eine relativ dünne Sohle. Und ja, die haben den Materialmix. Glatte Oberfläche hier, strukturierte hier an der Ferse mit dem Leo-Muster. Und natürlich, was ganz ehrlich gleich hervorsticht, ist natürlich die farbige Profilsohle. Wie würde ich den Schuh kombinieren? Ich würde sagen, man kann eigentlich ein Basic-Outfit anziehen und den Schuh dazu und man kann vor die Tür gehen. Also der Schuh bleibt der Eyecatcher und man ist sofort angezogen und der geht eigentlich auch bei jedem Wetter, würde ich sagen. Er hat nämlich diese Profilsohle, die ich gerade schon angesprochen habe. Ja, wenn es dann aber tatsächlich mal sehr, sehr kalt wird und das wird es natürlich dann im Herbst und im Winter, dann werden nicht nur die Tage kürzer, sondern auch eben kälter und die Sneaker werden höher und wir kommen jetzt zu den sogenannten Mid-Cut oder High-Top-Sneakern und da gibt es in der kommenden Kollektion dieses Modell hier zum einen und da wird gleich ein weiterer Trend deutlich und zwar ist es die Kroko-Optik. Wir haben hier quasi eine Variation aus Bordeaux-Rot und Weiß. Und jetzt ist es natürlich so, das ist eigentlich ein sehr sportlicher Schuh. Also mir persönlich wäre ja ohne die Kroko-Optik vielleicht sogar schon zu sportlich, aber durch die Kroko-Optik bekommt er wirklich einen sehr femininen Touch und kann man super cool stylen, also sogar office-tauglich und ja, auf jeden Fall vielfältig einsetzbar. Wir haben dann auch noch einen weiteren Sportschuh im Angebot. Und zwar ist das dieser hier. Sein Name ist Programm, das ist der sogenannte Hiking-Sneaker, also wesentlich inspiriert von der Welt des Wanderns. Und ja, der hat eine sehr derbe, also wirklich sehr markante Sohle, die ist auch sehr dick. Passt natürlich gut, auch wenn es mal regnet oder ja, vielleicht sogar schneit. Er hält eben auch sehr warm, also er hat ein dickes Material. Und ich darf euch hier ein Modell in Weiß präsentieren, mit schwarzen ja, Akzenten. Wir haben hier zum Beispiel nochmal so einen Klettverschluss oder hier hinten ist auch noch schwarz. Und ja, es wird diesen Schuh aber auch in vielen verschiedenen Variationen und Farben geben. Also man hat da wirklich eine große Auswahl und ich finde, das ist auch ein super cooler Schuh für den Herbst. Ich möchte aber jetzt so langsam die Sneaker hinter uns lassen und möchte so ein bisschen mehr zu den Boots kommen, weil die finden halt ihren Weg ja, dann in den Schuhschrank, wenn es kälter wird. Und da gibt es einen Trend, der verliert seine Daseinsberechtigung auch in diesem Herbst-Winter nicht. Und das sind die Cowboy-Boots. Im Gegenteil, eigentlich kommen sie sogar nur in viel mehr Variationen. Wir haben zum einen die gewohnt vielleicht knöchelhohen, aber wir haben auch welche, die wirklich bis nach ganz oben gängen zum Knie. Und ihr habt hier mal ein schwarzes, eher schlichtes Modell, würde ich sagen. Wir haben die gewohnte Spitze und den halbhohen Absatz. Und natürlich eben die glatte Oberfläche, der natürlich auch wirklich, also eigentlich auch zu allem geht. Also sei es die Jeans oder andere Hosen oder Röcke, Kleider, ja. Es gibt jetzt aber auch noch eine eher abgeschwächtere Version, wer vielleicht nicht so sehr auf Spitze steht. Da gibt es jetzt nämlich was Neues, einen neuen Trend. Und zwar ist das dieser hier. Da haben wir einen Schuh, der keine Spitze hat und auch vorne nicht rund ist, sondern eher ins Kantige geht, ja fast schon eckig. Und das ist der neue Trend für die kommende Saison. Also diese Schuhe kehren wieder zurück. Wir haben hier auch diesen halbhohen Absatz und ich hoffe, man kann es von der Farbe her erkennen, aber sollte eigentlich gut gehen. Es geht schon fast in die Cognac-Richtung und haben wir hier Gummieinsätze und auch durch die zwei Schlaufen natürlich super easy zum Anziehen. Genau. Western-Modelle passen, wie ich finde, super zu Röcken, die nicht ganz lang sind, aber die trotzdem sehr weit und weich fallen, aber auch zu Kleidern. Und mit Hut und einem Blazer wird der Western-Booty eigentlich sogar office-tauglich. Ich habe es schon angekündigt, Einfluss kam auch durch die Army- und Punk-Szene und das bedeutet, wir haben Schnürbootys. Ich möchte wieder mit einem schlichteren Modell anfangen. Und zwar ist das dieser hier. Ja, ein klassischer, ich habe es gerade schon gesagt, ein Schnürbooty. Dieser Stiefel
heißt Combat Boot. Combat, das kommt aus dem Bereich der Militärbekleidung und ja, auch eine derbere Sohle für den Winter und für den Herbst sehr gut. Wir haben breitere Schnürsenkel und der ist wirklich auch sehr vielfältig einsetzbar. Also sei es mit Mantel, Hose, sofort kann man rausgehen oder eben auch vielleicht sogar mit einem eher schickeren Kleid, das man dann im Winter mit Strumpfhose ein bisschen alltagstauglicher machen kann. Da macht sich so ein Schuh natürlich auch immer sehr gut. Es ist natürlich auch so, auch zur Tracht passt so ein Schuh. Wir in Salzburg haben den Ruperti-Kirtag, auch dazu passt er perfekt. Eben weil er kein Sommerschuh ist, nicht so offen ist und die Füße bleiben warm und soll das Wetter vielleicht einmal ein bisschen schlechter sein, kann man den trotzdem anziehen. Aber jetzt kommen wir zu einem super spannenden Modell. Hier wird die Punk-Szene deutlich. Und zwar ist das dieser hier. Ja, wir gehen quasi noch ein Stück höher, weil es gilt, je höher, desto besser. Und zwar haben wir hier einen Schaft, der wirklich bis kurz unter das Knie geht. Auch die Schnürung geht bis kurz unter das Knie. Auch hier wieder die dickeren Schnürsenkel, die das Ganze ein bisschen weicher und femininer machen. Und es ist halt so, dieser Schuh schaut klobig aus. Es ist auch, ich will es noch kurz erwähnen, wir haben alle Schuhe hier in Größe 37 da, damit man ein bisschen eine Vorstellung hat. Er schaut klobig aus und auch vielleicht ein bisschen schwer und man denkt sich, wie soll ich da denn reinkommen? Aber das ist bewusst erleichtert worden. Und zwar haben wir hier den Reißverschluss, der bis nach oben geht. Und wir haben zusätzlich auch noch eine Besonderheit der Kennel- und Schmengerschuhe. Und zwar ist das die Extra-Light-Sohle. Diese Sohle sorgt durch ihre Beschaffenheit für einen unglaublichen Tragekomfort. Und ich denke, jeder, der schon mal Kennel- und Schmengerschuhe angehabt hat oder probiert hat, der weiß wirklich, egal wie hoch der Plateau ist oder wie derb der Schuh ausschaut, die sind wirklich unglaublich leicht und man merkt es am Fuß quasi überhaupt nicht. Und genauso ist es auch beim nächsten Schuh. Der nächste Schuh, der hat also wirklich einen Nutzen. Also als Frau kann man ja sagen, eigentlich hat jeder Schuh einen Nutzen, würde ich mal sagen. Aber wenn es nur so gleich ausschaut, jeder Schuh hat seine Daseinsberechtigung. Aber dieser Schuh erinnert so ein bisschen an einen Combat Boot, wurde aber für die Tage gemacht, die es auch im Sommer in Salzburg genügend gibt, wie zum Beispiel heute, die aber im Herbst und Winter ein bisschen mehr werden und das sind die grauen Regentage. Denn das ist der Leather Rain Boot. Ich habe schon gesagt, er erinnert ein bisschen an den Combat Boot, aber er wurde nur ein bisschen perfektioniert, würde ich sagen. Und zwar, wir haben eine höhere Sohle, eine derbere Sohle, noch markanter, also sticht deutlich heraus. Und wir haben auch einen höheren Schaft, ohne Schnürung dieses Mal. Also da kommt garantiert kein Wasser rein und man kann, ich würde sagen, durch jede Pfütze und durch jeden Gatsch quasi springen, gehen, hüpfen, was weiß ich, laufen und der Fuß bleibt trocken und zugleich kann man auch stundenlang anziehen, weil auch er hat die Extra-Light-Sohle und man kommt auch super rein, also auch ohne Schnürung oder Reißverschluss, weil wir haben auch hier wieder den Gummieinsatz und die zwei Schlaufen zum Reinschlupfen. Jo, wir sind tatsächlich schon beim letzten Schuh angekommen, das geht relativ flott, kennt man gerade selber. Der letzte Schuh ist eigentlich mein Favorit. Ich würde sagen, das ist ein Winterschuh. Und ich mag den besonders, weil er schaut aus wie ein super lässiger Wanderschuh. Und ich liebe auch die Farbe. Also ich finde es wirklich toll. Und auch die Details. Also ich kann mir gerne mal so zeigen. Genau, wir haben hier auch noch zusätzlich den Verschluss. Und ich habe schon gesagt, das ist so ein, ja, so ein helles Taub, würde ich sagen. Und er hat auch ein leicht angerautes Material, sowie ein bisschen, ja, nicht gefüttert, er ist nicht gefüttert, aber ich würde sagen, ein verstärktes Material auch innen, sodass er wirklich warm hält und auch echt cool einzusetzen ist. Also ich denke da an Kleider, ich denke aber auch ans Office, ich denke an den Showroom, wenn ich hier oben stehe. Ich glaube, den kann ich im Winter eigentlich so gut wie jeden Tag tragen. Ja. Ihr könnt es gerne auch in den Kommentaren verraten, was für ein Schuh euer Favorit ist. Ich habe schon gesehen, es sind immer wieder schon Kommentare reingekommen. Das ist natürlich super cool. Lasst uns da gerne weitere Kommentare da. Und
Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte einen guten Überblick verschaffen. Die ersten Stücke, wie die Sneaker, die ich zu Beginn gezeigt habe, kommen tatsächlich jetzt schon in der nächsten Zeit online. Online, aber auch in die Stores sogar. Und schaut da einfach immer wieder rein, das lohnt sich. Falls es Stylisten gibt, die zuschauen, wir freuen uns immer wieder sehr über Anfragen, über für Shootingware und so weiter. Bitte meldet euch gerne bei uns. Da lässt sich einiges organisieren und wir freuen uns, wie gesagt, sehr. Und an alle anderen, folgt gerne Kendall und Schminger hier auf Instagram. Schaut in die Stores, schaut in den Onlineshop oder am ausgewählten Schuhfachhandel. Und ja, morgen steht dann schon der letzte Talk an. Ich darf dann an meine Kollegin Caroline weitergeben. Sie wird mit Uli Kücher sprechen. Das ist der Geschäftsführer von Kücher Digitale Welt. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Quasi das große Finale unserer Reihe. Mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Außer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen schönen Restnachmittag und Servus. Tschüss.